willkommen zurück hier zu Outland. Hier bei der Mutter der Augen, Mother of Eyes. Ich finde ja, es klingt ein kleines bisschen gruselig. Und ich wüsste gerne, was das hier sein soll. Ach so, okay. Ich war kurz irritiert. Ich habe Angst. Kann ich da runter? Sieht nicht so aus. Oh, es ist wohl eine Spinne. So wie es aussieht. Mit einem Spinnennetz. Yay! Ich mag Spinnen. Spinnen sind toll. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. So, einmal stompen. Schnell hoch. So, was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Bin mir nicht sicher. Muss ich den da nochmal hauen? Ja. Ach so, na klar. Mit dem aktiviere ich die beiden Stomp-Schalter. Natürlich, voll erwischt. Und dann, was passiert dann? Ich bekomme einen Checkpoint. Und dann geht's da unten auf, okay. Diese Plattform fährt hoch. Brauche ich jetzt den hier noch? Nein. Hä? Brauche ich neuerdings nur noch 3 Schläge für die Spinnen? Au. Blödes Kleinviech. Kleinvieh macht auch Schaden. Ne? Wollte ich nur mal sagen. Okay. Du gehst mal eben weg. So, ich glaube, ich habe da eben noch einen Gang gesehen. Genau hier. Und wenn es hier noch einen Gang gibt, dann gibt es hier doch bestimmt auch noch irgendwas. Zum Beispiel ein bisschen Herz. Genau, 2 Herzen sogar. Da war da jetzt leider nicht weiter. Siehst du, hat sich doch gelohnt, den kleinen Umweg zu nehmen. Mal weg. Dass ich da durchpasse, ey, das ist so winzig. Hä? Moment. Und hepp. So. Damit ich ja nicht immer das Gleiche mache, sonst wird es ja langweilig beim Zuschauen. Au! Puh, ich dachte gerade, die kommen hoch. Okay, was haben wir hier? Ach, die Spinne, guck mal. Okay, damit kann ich die Stachel links und rechts verändern. Die Frage ist nur, wie töte ich die Spinne? Ist das hier so ein Stomp-Schalter? Uah! Was tue ich hier? Muss ich den da hauen? Ach so! Wenn ich den hier haue, dann schießt er. Okay. Und mit den beiden Knöpfen links und rechts kann ich das Ganze drehen. Dorthin, wo die Spinne ist. Ich fürchte, ich muss da rein. Sieht ganz so aus, ja. Oh mein Gott. Jetzt muss ich da hoch. Sorry, dass ich da gerade nicht so viel reden kann. Da brauche ich meine volle Konzentration für. Gehst du hin? Rechts? Nein, natürlich nicht rechts. Au! Männel! Fies
mal eben los. Das hat die verdient. Nochmal. Okay, doch nicht. Muss ich jetzt wieder... Ach nee, jetzt muss ich wieder runter, genau. Meine Farbe ist da... Autsch. Sagen, meine Farbe ist aber, glaube ich, relativ egal. Das Wichtige ist, dass die Kanone rot schießt gegen die blaue Spinne. Na. Ich warte einfach, bis sie in die Mitte kommt. Die wird schon wieder in die Mitte kommen irgendwann. Siehst du? Das ist mir zu hektisch, das ständig nach links und rechts zu drehen, je nachdem, wo sie ist. Ah, Moment. War's das jetzt? Na? Ja, das war's. Hui, was für ein großartiger Gegner. Doch, muss ich sagen, gefällt mir. Also, ist ein bisschen anspruchsvoll, aber finde ich ja gut. Muss ja anspruchsvoll sein. Aber so eine Art Gegner hatte ich jetzt bisher noch nie in irgendeinem Spiel. Finde ich gut. Finde ich großartig. Gefällt mir. Allerdings frage ich mich, was passiert denn nun? Ach so, jetzt werde ich wieder zurückteleportiert. The Mother of Eyes knew the order that underlies the world, for she wove it out of nothingness. With Sister Moon and Sister Sun, she established the very rhythms of existence. Perhaps she envied the sisters who chose their own path. Following them, she abandoned all her labors, save those of death. Now, it has claimed her, too. Ah, ja. Falls ihr euch erinnert, da oben rechts, da war ich schon mal. Konnte allerdings nicht durch, weil es dazu war. So, ich bin mir jetzt hier nicht mehr ganz sicher, was hier in diesem Origins of the World alles schon ist und freigeschaltet ist und so. Also hier ist jedenfalls offen. Ich glaube, es ist alles perfekt gut, außer... Was ist denn rechts unten? Rechts unten war ich doch schon, oder? Ich dachte, da wäre ich schon gewesen. Warum wird es als Vorhängeschloss angezeigt? Das müsste dann hier sein. Da war ich doch gerade eben. Da müsste doch offen sein, oder? Ja, siehst du, da ist offen. Warum zeigt er das als verschlossen an? Verstehe ich nicht. Nun, mir egal, was soll's. Ich werde hier mal mich nach oben begeben. Launchpad habe ich ja leider nicht, sonst könnte ich da auch noch in diese Sackgasse rein. In diese Tasche. Ach komm, da bin ich doch zu Fuß schneller, oder? Mir doch gerade relativ langsam diese Plattform. Und was es hier gibt, würde ich mal behaupten. Andererseits, es waren gerade 9 Minuten. Na komm, wir schauen noch ein bisschen rein. Die Eishöhle im Himmel. Okay, wir sind also jetzt im Himmel. Nicht mehr in der Stadt, sondern im Himmel. Eishöhle. Ich finde das ja so toll, dass die Gegner, wenn sie in der Luft sind, einfach nichts tun können. Das macht das Ganze so schön einfach. Ich bin jetzt mal einfach ein bisschen naiv und nehme mir das Geld aus dem Herzen raus. In der Hoffnung, dass ich hier keinen Schaden kriege. So, genau. Schieß mal. Na, knapp daneben. Okay, ich schieße hier einfach auf. Ist mir egal. Was soll's.
Dafür habe ich's. Da hat Kibo völlig recht. Dafür habe ich's. Und mein Geld! Nein! Wo muss ich eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Muss ich hier runter? Hier unten sind Sackgassen. Wunderbar. Dann kann ich hier nämlich hin. Hey! Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Diese explodierenden Bomben. Autsch! Ah, sag mal! Was zum Henker? War das denn gerade? Da ist aber gerade einiges schiefgelaufen an Koordination und Zufall. Damit er mir auf einmal so viel Schaden machen konnte. Naja, was soll's. Ich speichere nochmal. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was bringt, wenn man hier mehrfach speichert. Ob er das Geld speichert oder nicht oder so, keine Ahnung. Bleibt das rot? Autsch. Hä? Ich hab doch gerade gestompt. Warum ging das nicht? Geh du mal weg. Ich muss ja sagen, die kleinen Spinnen, die finde ich irgendwie süß. Ich finde generell Spinnen süß. Ich mag Spinnen. Spinnen sind meine Lieblingstiere. Warum? Weil Insekten nervig sind. Und Spinnen fressen Insekten. So ist es. Weißt du was? Geh mal weg. Au. Komm schon, ich stand genau in der Lücke. Warum tat mir das weh? Du bist mir auch zu blöd. Diese geladenen Teile sind mir echt ein bisschen zu blöd. Okay. Diese kleinen Spinnen sind zwar toll, aber ich muss da aufpassen, wenn ich so von unten hinlaufe oder hinslide, dass ich nicht zu schnell aufstehe, weil dann halt leider doch noch die Schüsse in der Luft sind und mir dann wehtun. So, jetzt gehen wir rüber, nach rechts wieder, zurück, bin fort mit dir. Ah, ich weiß nie, wie weit ich weg muss. Komm, hauen Sie mich. Genau. Dann dreimal drauf. Dann hauen Sie mich. Ah, das war gerade zu knapp. Okay. Hau mal drauf. Ja, okay. Laufen wir wieder nach rechts. Ach, Mist. Ich dachte, ich kann ihn umdrehen, indem ich ihn auf mich draufhauen lasse. Das war's ja schon. Hey. Der war ja total easy. Ich habe Angst vor den stromgeladenen Teilen. Dass die sich spontan aufladen, wenn ich gerade draufhaue. Mal eben so. Das schien mir gerade einfach eine gute Idee. Ich fand das gut. Uah! Der fährt ja unter die Stacheln. Die Sau. Uah! Okay, das war irgendwie knapp. Was soll's? Ich glaube, ich muss hier runter. Oh, da kann ich mich heilen. Das finde ich super. Und während ich mich hier ausruhe, würde ich mal einen Folgenschnitt machen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werde ich diese Eishöhle hier hoffentlich beenden.